Hallo liebe Hungrige, heute gibt es feurig leckere Nachos mit viel Käse obendrauf. Ein schönes Rezept für Party und Brunch, schmeckt allerdings auch ganz ohne besonderen Anlass. Wir brauchen dafür Nachos, in der einfachsten Form sind es ja Tortilla-Chips, saure Sahne, eine rote Paprika, einen Peperoni oder Jalapeno, eine große oder zwei kleine Zwiebeln, geriebenen Käse, Hackfleisch, gemischtes oder Rinderhack, an Gewürzen Pfeffer, Salz und Chilipulver oder Cayennepfeffer, außerdem Chilisauce und eine Salsasauce. Ich nehme gern diese Texicana. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Entkernen die Paprika und würfeln sie dann. Schälen die Zwiebel und schneiden auch diese in Würfel. Und dann entkernen wir auch die Peperoni, schneiden die Zwischenwände heraus und hacken sie fein. Nun geben wir etwas Öl in eine Pfanne und erhitzen es. Dann geben wir die Zwiebeln mit hinein, dünsten diese darin glasig an, immer mal durchrühren dabei. Und jetzt kommt das Hackfleisch mit hinein. Und das braten wir jetzt krümelig und braun an. Das Ganze bei ein bisschen mehr als mittlerer Temperatur. Und damit es auch wirklich krümelig wird, öfter mal umrühren, größere Stücke zerteilen. Ist es dann so wie gewollt angebraten, geben wir auch die geschnittene Paprika mit in die Pfanne. Ebenso die gehackte Peperoni, rühren alles durch und lassen alles für weitere 5 Minuten dünsten und rühren dabei hin und wieder um. Dann wird abgeschmeckt bzw. gewürzt und zwar mit Salz, mit Pfeffer und mit Chilipulver bzw. Cayennepfeffer. Anschließend gießen wir die Salsasauce darüber, rühren nun alles gründlich durch und lassen nun alles bei mittlerer Hitze für 3 bis 5 Minuten köcheln. Abschließend mit der Chilisauce abschmecken, alles nochmal durchrühren und dann vom Herd nehmen. Nun brauchen wir eine ofenfeste Form. Eine runde eignet sich besonders. Ihr könnt aber auch eine anders geformte Auflaufform nehmen. Und da hinein verteilen wir nun flächendeckend die Nachos. Anschließend noch so ein bisschen andrücken, damit also eine Art Boden entsteht. Und dann verteilen wir rundherum mit der Spitze nach oben gerichtet von den Nachos, sodass dadurch also ein Rand gebildet wird. Und dann geben wir auf den Boden die vorbereitete Hackfleischmasse, verteilen sie gleichmäßig, drücken sie ein bisschen an. Anschließend verteilen wir darauf in großen Klecksen die saure Sahne, auch noch so ein bisschen verstreichen. Und als grünen Abschluss wird alles mit einer dicken Schicht von dem geriebenen Käse abgedeckt. Ganz nach Geschmack, ein bisschen mehr oder weniger. Und ich entscheide mich für mehr. Und dann kommt die Form in den Ofen, und zwar für 5 bis 10 Minuten, bei mir waren es 7, bei 200 Grad. Ich verwende die Funktion zum Überbacken, ihr könnt aber auch Umluft nehmen. Falls jemand nur Ober- und Unterhitze hat, dann 10 Grad heißer. Fertig überbacken sieht dieses leckere Gericht dann so aus. Beim Auftun könnt ihr von der Form her so wie Kuchenstücke aufschneiden, doch davon völlig unabhängig, es schmeckt einfach super. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine Enchilada-Lasagne oder einen auch sehr leckeren überbackenen Tacosalat zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.